Mein Traumstudiengang wäre, und das hat mir nicht so viel Freude gemacht, weil ich dachte, alles muss perfekt sein. Die wichtigste Frage zuerst, datest du aktuell? Ich weiß gar nicht immer, was ich mich mehr freue, weil Abonnenten hat es in meinem Oberstübchen gebrannt. Hallo! Mensch, was hab ich vermisst? Ich weiß gar nicht, was sagt man denn nach so 2 Monaten, die ich mich hier hab nicht blicken lassen? Ich weiß es nicht, aber es ist umso schöner, dass wir wieder hier sind. Und ich dachte mir, ich melde mich mit einem kleinen Update zurück. Es ist viel passiert die letzten Monate. Wo war die Alte die ganze Zeit? Warum kam kein Video? Was ist neu? Was machen die Pläne für dieses Jahr? Was macht das Gap Year? Was machen die gescheiterten Pläne? Selbst auch ein bisschen noch klar geworden ist, warum ich das so vor mir hergeschoben habe die ganze Zeit. Darauf will ich aber gleich eingehen. Wie immer, mein Angebot steht. Falls irgendwas unbeantwortet bleibt oder sich jemandem die ein oder andere Frage noch aufdrängt, einfach... lass es mich einfach in den Kommentaren wissen. Da freue ich mich immer drüber, dass ich ein bisschen... ja, mal alle so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen kann, inklusive mich selbst, weil die letzten Monate waren irgendwie sehr verwirrend und es war so wie das Aprilwetter, ein Auf und Ab. Abonnenten hat es in meinem Oberstübchen gebrannt. Dem Ganzen wollen wir uns heute widmen. Fangen wir an. Bezüglich meines Gap Years muss ich vielleicht noch sagen, ich habe überlegt, mal ein extra Video dazu machen. Ich weiß aber nicht, ob überhaupt so viele Menschen betrifft, weil es ist ja eine unfassbar privilegierte Situation eigentlich. Deswegen, vielleicht mal ein kurzes Feedback. Gib mir gerne Daumen nach oben oder schreib es mir in die Kommentare, wenn ich dazu mal so ein genaueres Video machen soll, wie ich das finanziell gemacht habe, wie ich generell mir das geplant habe, was nicht funktioniert hat, weil da gibt es auch einiges, wie ich damit umgegangen bin und solche Dinge. So, genau. Ich will mal hier anfangen mit so einem schönen Live-Update. Die wichtigste Frage zuerst, datest du aktuell? Nein. Smiling through the pain. Fragen zu meinen Reiseplänen bekommen und ich würde einfach mal ein bisschen dazu erzählen. Ich habe ja auf Instagram schon mal so ein bisschen sowas angeteasert, aber ich wollte ein bisschen mehr darüber sagen, als nur eine Minute zu sagen, ja, hier und hier geht's hin, weil mein Ziel für dieses Jahr war es ja, oder generell für mein Gap Year, dass ich mich auf meine Gesundheit konzentriere und dann eben noch ein paar schöne Sachen mache und reise, neue Erfahrungen sammle, all diese tollen Dinge, die halt Spaß machen. Dann war es so, dass ja mein einer Plan gescheitert ist und ich früher zurückkam als gedacht. Dann stand ich so ein bisschen im Flur, also alle haben gesagt, ja, geht die eine Tür zu, geht die andere auf, aber es ist keine Tür aufgegangen. Das hat mich ziemlich geschlaucht die letzten Monate, auch weil ich halt oft gefragt wurde, ja, was machst du denn jetzt, was machst du denn jetzt? Und ich war so, keine Ahnung, ich habe mir das auch ein bisschen anders vorgestellt. Ja, aber jetzt hat das mittlerweile so ein ganzes Mal ergeben. Ich bin so glücklich und ich wollte, wie gesagt, mehr als eine Minute was dazu sagen, weil ich dann irgendwann so das Denken angefangen habe und mir dachte so, wow, das ist schon keine Selbstverständlichkeit, dass man das so machen kann. Und weil ich ja auch relativ viel unterwegs bin und das ist jetzt auch nicht das Nonplusultra, sage ich mal, für die Umwelt, wenn man viel reist. Aber ja, was soll ich sagen? Also ich finde, im Endeffekt kommt es darauf an, was man halt im Alltag zum Beispiel jetzt in diesem Umweltaspekt, was man im Alltag tut. Ich weiß, dass ich da genug mache, dass ich meinen Teil beitrage. Und letztens hat jemand zu mir gesagt, ja, du lebst auch dein bestes Leben. Und ich dachte mir so, ja, selbst wenn, so, es sei doch jedem gegönnt, sein bestes Leben zu leben. Solange jeder im Alltag seinen kleinen Teil dazu beiträgt und weiß, woran er ist und das Ganze so bewusst und wertschätzend genießen kann, ist doch alles im Lot zu meinen Reiseplänen. Ich kann es gar nicht genau in Worte fassen irgendwie, weil es ist nichts, wofür man sich schlecht fühlen müsste. Ich wurde letztens mal so ein bisschen vorwurfsvoll danach gefragt, ja, wie kannst du dir das eigentlich leisten? Und dann habe ich das eigentlich jetzt nicht unbedingt rechtfertigend, aber ich habe einfach mal das erklärt halt, wie sowas halt funktionieren kann. Und dann habe ich eine Vielzahl von Nachrichten bekommen, so, ja, du musst dich dafür nicht rechtfertigen, so. Es ist schade, wenn es einem nicht gegönnt wird, so. Und an diesem Punkt würde ich jetzt auch festhalten. Auch schwierig, wenn man immer so überinflationär sagt, ja, ich bin dafür so dankbar, weil dann ist es irgendwann einfach unauthentisch und wirkt nicht mehr so, als ob man wirklich dankbar ist. Wo geht's hin? Ich werde im Juni werde ich mit meinen Eltern so eine Rundtour durch den Norden machen, aber durch den ganz hohen Norden mit Island und ich bin so glücklich darüber, weil das ich war noch nie in Island und ich bin so gespannt. Und dann ist halt dann Sommer so mit 11 Grad. Aber ich bin so gespannt auf die Vulkane, auf diese blaue Lagune, das finde ich total spannend, die Gletscher, das ist so krass, einfach so eine andere Natur. Ich finde das sowieso total faszinierend, dass das alles auf einer Erde ist. Irgendwo anders fallen gerade die Niagara-Fälle und wir sitzen halt hier so bei 10 Grad im April. Nee, aber darauf freue ich mich richtig, weil das ist mal was anderes und das wird bestimmt toll. Dann gehen wir noch ein paar andere Orte, habe ich mir auch wieder meine Gedanken zugemacht, wirklich mich darüber auch mal tiefer informiert habe, habe ich auch echt kein schlechtes Gewissen mehr, weil... einem wird ja von außen manchmal so ein schlechtes Gewissen drüber eingeredet, aber ich muss sagen, seit ich mich darüber mal ein bisschen genauer informiert habe,
habe ich gemerkt, dass da doch einiges anders ist. Das ist jetzt nicht das große Thema. Jedenfalls, das ist die eine Sache und ich finde es so super spannend. Ich hoffe, dass ich Wale sehe. Darüber freue ich mich. Und ja, klar, es ist im Juni und dann ist es halt kalt. So, ist halt so, ja. Dann laufe ich halt ein Dreiviertel vom Jahr mit meiner Leichtdaunenjacke durch die Gegend. Ich freue mich trotzdem. Und im Juli gehe ich mit meinen Mädels, gehe ich nach Italien und da, ich weiß gar nicht, über was ich mich mehr freue, weil man kann es ja überhaupt nicht vergleichen, aber ich freue mich, dass ich mit Freunden weg kann, weil ich war noch nie mit Freunden im Urlaub und es hat die letzten Jahre halt nie geklappt, weil ich entweder das meine Flexibilität gar nicht zugelassen hat oder meine generelle Lage und Situation, dass es einfach viel zu, es hätte einfach nicht funktioniert, Punkt. Darüber freue ich mich so arg, weil ich habe so viele Jahre gewartet und das hört sich jetzt ganz sentimental an, wenn ich sage, ich habe so viele Jahre gekämpft. Weil ich meine, ich habe jetzt nicht nur dafür gekämpft, aber es ist trotzdem so, so schön, weil es ist irgendwie so, es zahlt sich aus, Moment. Also schon wieder so richtig emotional, dass ich halt nicht aufgegeben habe und es hört sich so cheesy an, aber dann sitze ich da in Italien mit meinen zwei Liebsten und das ist so, ja, darüber freue ich mich. Das sind so die zwei Sachen, die sind fest aktuell. Einige Dinge irgendwie ergeben gehabt und die sind dann wieder verfallen. Das mag ich nicht so gerne. Ende Mai gehe ich noch eine Freundin besuchen, dann gehe ich meinen Opa besuchen. Also sowas mache ich auch wieder und vielleicht im August. Darüber kann ich hoffentlich bald reden. Eigentlich habe ich ja gesagt, nach meiner letzten Erfahrung nie wieder. Und es ist ein bisschen ähnlich wieder, aber ja. Was ist die letzten Monate passiert? So Highlight, Lowlight mäßig. Und was mir ganz prägnant einfällt, war, dass ich letzte Woche tatsächlich war eine richtig coole Woche. Ich war viel mit Freunden unterwegs und dann hatte meine beste Freundin Geburtstag und das war so schön für mich, weil ich gemerkt habe, wie normal ich wieder teilnehmen kann und das geht jetzt schon ein bisschen so in meine mentale Gesundheit wieder rein. Selbst wenn so Gedanken da sind, dann sind Gedanken Gedanken und ich habe gelernt in den letzten Monaten sozusagen mein Leben zu priorisieren. Also man hat ja Gedanken und das kann auch dauern, bis es weggeht. Ich lasse die Gedanken Gedanken sein und ich habe einen Geburtstag von meiner besten Freundin. Und da haben wir irgendwie spät nachts, abends, was weiß ich wann, haben wir noch Torte gegessen, Geburtstagstorte, wie sich das halt so gehört. An zwei Tagen hintereinander, weil es gab zwei Feiern. Man kann das Ganze auch durchaus in die Länge ziehen, weil warum nicht? Wir leben nur einmal. Ja, was soll ich sagen? Hat es mir jemand angemerkt? Sieht man es mir an? Nein, weil es ist nichts Schlimmes dadurch passiert. Im Gegenteil, es war super schön und es war ein bisschen ungewohnt für mich, weil es waren viele alte Bekannte da, die ich jetzt nicht mehr so regelmäßig sehe und die mich halt dann auch aus den anderen Zeiten kennen. Und weiß ich nicht, ob da überhaupt jemand drüber nachgedacht hat, aber ich habe darüber nachgedacht, ob da gerade jemand drüber nachdenkt. Und das war irgendwie so ungewohnt für mich auf der einen Seite, dass ich halt so ein ganz normaler Party-Teilnehmer bin, aber auf der anderen Seite auch so unfassbar schön. Das befähigt einen halt eben dann dazu, auch das Leben wieder kennenzulernen, weil wie will man das Leben kennenlernen, wenn man immer sich sozusagen so restriktiert und reglementiert, dass man gar nicht erst in den Genuss kommen kann. Und da kann ich auch wieder mit meiner Frage kommen, die ich letztes Jahr im Juli schon aufgeworfen habe. Was macht einen langfristig glücklich? Ich kann das jetzt erzählen. Wenn ich aber das nicht gemacht hätte, dann hätte ich jetzt gar nichts zu erzählen, weil dann hätte ich irgendwie nur so einen halbgaren, tollen Abend gehabt. Und also was auf jeden Fall nicht gut war, so viel kann ich sagen, ist, dass ich meine komischen Minderwertigkeitskomplexe hatte. Darüber habe ich ja auch mal ein Video gemacht. Das ist ein bisschen länger, das ist aber nicht so weit unten, weil so viel kam ja jetzt nicht. Und mein Umfeld so viel geredet hat. Und das hat mir nicht so viel Freude gemacht. Die Leute werden immer reden, egal was ich mache. Das ist einfach so. Und ich habe mich, wie ich auf diesen Trichter wieder gekommen bin, habe ich mich sehr viel verglichen. Und das hat mich ziemlich runtergezogen, weil ich mich mit der Illusion von anderen verglichen habe, von fremden Menschen, was ja absolut dann eigentlich gar nicht der Realität entsprechen kann. Und das hat mich ziemlich, das hat mich fertig gemacht. Ich habe mich manchmal auch immer noch ein bisschen daran zu knabbern. Gut, Ding will Weile haben, aber es wurden auch viele Sachen besser. Also ich habe so viel mehr meine innere Balance gefunden. Ich habe, ja, bin einige Themen angegangen, die ich lange nicht angehen konnte. Sehr viel getan in den letzten Monaten und ich habe mich da so lange vor dem diesem Update, dem Recovery Mental Health Update gedrückt, weil ich immer das Gefühl hatte, es muss so dieser 0815 Heilungsweg, ja, mir geht's super und alles ist perfekt sein. Ich halt oft das Gefühl habe, so ist es oder so war es einfach nicht. Und dass es so geradlinig alles verläuft, das ist schön, wenn es bei Menschen so ist und auch da habe ich mich dann viel verglichen. Aber ich glaube, das ist bei den seltensten Fällen so. Und deswegen, dazu gibt es sehr, sehr viel zu sagen. Meine Studiumspläne. Ich fühle mich aktuell noch nicht so wohl damit, genau zu sagen, was ich studiere. Ich kann sagen, es wird nichts mit Physik, nichts mit Chemie und nichts mit Französisch werden. Ich bin total glücklich, dass ich es gefunden habe, weil es passt endlich. Und ich habe nicht im zweiten Satz direkt gelesen, warum ich das nicht machen möchte.
Mein Traumstudiengang wäre dual, dass mir mein Arbeitgeber eine Wohnung bezahlt in Hamburg und ich dann in Hamburg sozusagen studieren würde und hier irgendwo in der Nähe meinen Praxisteil hätte. Ich glaube, so ein Modell gibt's aber nicht. Wenn ja, bitte weist mich darauf hin. Das wäre sehr schön, aber ich glaube, sowas ja, gibt's jetzt aktuell nicht. Habe ich zumindest nicht gefunden, aber ich habe was anderes gefunden. Das ist ein Vollzeitstudium und ich bin damit bisher sehr zufrieden, ich bin aber maßlos überfordert mit dem Einschreiben. Also ich dachte letztens, ich hätte die Frist verpasst, dem war aber hoffentlich nicht so. Und jetzt hoffe ich, dass ich das auf die Reihe kriege, weil ich sehe nicht richtig, wie ich dabei irgendwas falsch mache und dann irgendwie doch nicht studiere ab dem Herbst. Deswegen will ich jetzt noch nicht sagen, was ich studiere, weil ich habe weder eine Bestätigung noch bin ich irgendwo eingeschrieben. Vielleicht kommt auch noch mein Prinz um die Ecke und was weiß ich, muss doch nichts lernen, ja. Ich bin nicht gewundert, dass das so häufig kam, die Frage, ob ich vegan lebe. Also das soll jeder für sich entscheiden, wirklich. Da will ich keinem was reinreden und ich will auch nicht sagen, du musst das oder du musst dies oder du musst das nicht oder das nicht. Ich für meinen Teil würde sagen, ich esse so pflanzenbasiert, nennt man das so. Also ich mag viele Sachen von Natur aus nicht und deswegen ist es ein bisschen kompliziert, das zu erklären. Deswegen wollte ich das nicht in so einem Instagram-Q&A da so einen langen Text jetzt schreiben. Habe ich zwar gemacht, aber dann habe ich gemerkt, okay, das ist viel zu verwirrend. Ich mochte viele Sachen schon früher von Natur aus nicht. Nee. Ich bin nämlich so ein Konsistenzesser und ich glaube, das verstehen auch schon viele Menschen nicht. Ein Joghurt aus Milch wegen dieser Säure oder diesem Joghurtgeschmack. Ich akzeptiere es, wenn es jetzt nichts anderes gibt, so dann, ja, meinetwegen. Zum Beispiel voll glücklich mit Sojajoghurt und das rühre ich dann immer so an. So Proteinpulver oder sowas, das ist ganz geil für den Geschmack und die Konsistenz, die dabei entsteht, göttlich. Bin nicht vegan, weil es für mich aktuell zu verkrampft wäre. Die Ethik dahinter grundsätzlich, also macht für mich Sinn, verstehe ich, warum man das macht. Aber wenn eine Ernährung zu verkrampft ist für den eigenen Alltag und für die eigene Gesundheit, mach's jetzt mal ganz hart, wenn man selbst nicht auf der Höhe ist, dann kann man auch keine Welt retten. Und so, da habe ich auch letztens einen interessanten Beitrag von einem Arzt gesehen, der lebt auch selbst vegan, aber er hat auch so argumentiert von wegen, wenn es deiner Gesundheit schadet, dann don't do it. Und das fand ich ganz schön, weil privates Thema, ich glaube, das sollte jeder für sich entscheiden, aber ich mache mir da keinen Stress. So, nur dadurch, dass halt dann so manche Sachen automatisch wegfallen, die ich einfach nicht mag oder die einfach nicht so an mich gehen, ist es halt relativ nachhaltig, ist es klimafreundlich. Deswegen, ich fühle mich damit super wohl aktuell. Und dann ist das auch, glaube ich, in Ordnung. Ich merke, ich rede schon ziemlich lange und ich kam noch nicht mal zu diesem Recovery-Part. Auch über Social Media kann ich gerne mal wieder so ein bisschen reden. Alle Fragen, die du jetzt noch hast, kannst du in die Kommentare schreiben. Ich freue mich drüber. Ich liebe sowas. Ich habe früher mal Interviews mit mir selbst geführt. Ich hoffe, du freust dich, dass ich wieder hier bin. Sehen wir uns mit einem Back-and-Talk über meine mentale Gesundheit, weil da gibt es wirklich sehr viel zu erzählen. Und wie gesagt, ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen davor gedrückt, weil ich dachte, alles muss perfekt sein und ich muss diesen Weg so, das muss wie in so einem Film sein, ja. Aber es ist nun mal das Leben und kein Film, ja? Nee, aber da würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Punkt. Wie gesagt, Fragen, Kommentare, ich freue mich. Daumen nach oben, ich freue mich noch mehr. Und ja, Bussi, wir sehen uns, ne?